Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kollege Huben, Sie waren ja in der letzten Woche einer der Ersten, die den Rückzug von Herrn Staatssekretär Greichen gefordert haben. Ich frage mich, wo ist Ihr Mut geblieben? Es wäre doch so gut gewesen, wenn Sie sich heute auch noch mal getraut hätten. Sehr geehrter Herr Minister Habeck, ich habe Ihnen mal den Fünf-Punkte-Plan für saubere und transparente Politik der Grünen, den Sie noch als Parteivorsitzender beschlossen haben, mitgebracht. Darin heißt es, ich zitiere, schon dem bösen Schein gekaufter und beeinflusster Politik muss entgegengewirkt werden. Der Einfluss von organisierten Lobbyisten hat stark zugenommen, dennoch tut die Bundesregierung nichts. Das stimmt. Nicht nur der böse Schein, der ist nämlich schon längst überschritten, sitzen heute sogar die Lobbyisten mit ihren Familien in der Regierung. Das ist der Unterschied. Und heute hätten Sie für saubere und transparente Politik einstehen können. Aber als allererstes legen Sie die beiden Ausschüsse zusammen, um eine getrennte Vernehmung, um eine getrennte Anhörung von Ihnen beiden, von Herrn Greichen und von Ihnen, Herr Habeck, zu verhindern, um widersprüchliche Aussagen zu verhindern. So eine Sorge vor getrennter Vernehmung kennt man eigentlich nur im Strafprozess, und da hat man meistens etwas zu verbergen. Und dass Sie nun glauben, dass man mit 4 Fragen pro Fraktion dieses Netz an Verquickung aufklären kann, ist schon fragwürdig. Über die Transparenz, dass Sie nicht die Öffentlichkeit zulassen und das gleich zweimal ausschließen, das ist ein Verhalten, das ist einer Transparenzpartei, wie Sie sich selber nennen, Bündnis 90 Die Grünen, nicht würdig. Sie predigen den Wein, den Sie am Ende trinken, aber Sie haben nur das Wasser gepredigt und den Wein getrunken. Kleiner Versprecher, aber es scheint die grüne neue Devise zu sein. Und wenn man... Wir trinken gerne auch mal ein Bier zusammen, Herr Kollege Limburg. Aber wenn man Ihnen dann den Spiegel vorhält, dann werden Sie so schnell dünnhäutig. Und dabei kann ich verstehen, dass wenn Sie nach Kabinettsbeschlüssen ein Heizungsverbot im Ministerium feiern, wo sich viele Leute Sorgen machen, dass sie Angst haben, ihr Haus zu verlieren, und dann gleichzeitig sich hier hinstellen, wie Herr Kollege Audretsch, und von der Fossillobby reden. Ich sage Ihnen, das Einzige, was fossil ist, das ist die Personalpolitik, die Sie in diesem Ministerium machen. Und dann kommt noch Herr Banaschak an und erklärt, ja, hier, dass wir ja wieder die ganzen Schuldigen wären. Ich sage Ihnen, im Ablenken von Problemen, da sind Sie Weltmeister. Im Lösen der Probleme sind Sie Kreisklasse. Und bei Ihnen gilt das Motto, verdecken, vertuschen, verschleiern. Aufgeklärt und geheilt, wie Sie es, Herr Minister, nennen, ist bislang immer nur das, was gerade so scheibchenweise ans Tageslicht gekommen ist. Sie machen dann reinen Tisch, wenn es schon wieder Not dazu ist. Gestern ziehen Sie dann den Trauzeugen Schäfer aus dem Verkehr. Heute kommt raus, dass er einen unterschriebenen Arbeitsvertrag hat und finanzielle Forderungen gegenüber der DENA respektive dem Staat bestehen. Der Ablauf ist spannend. Der Aufsichtsrat entscheidet Anfang April, dass der Trauzeuge Schäfer benannt werden soll. Erst 2 Wochen später wird der Arbeitsvertrag unterschrieben und urplötzlich fährt Herrn Staatssekretär Greichen ein. Oh, das ist ja mein Trauzeuge. Und dann sagt er genau 3 Tage nach dieser Vertragsunterzeichnung, dass das Ganze gar nicht geht, das ist mein Trauzeuge. Dieser Staatssekretär Greichen, der versorgt nicht nur Familie und Freunde, er sorgt sogar für einen finanziellen Schaden und das mit Vorsatz. Und deswegen werden wir das weiter aufklären. Und dabei sind noch lange nicht alle Fragen beantwortet. Was machen die dienstrechtlichen Konsequenzen gegen Herrn Greichen? Welchen Kontakt hatte Herr Greichen zur Personalagentur und wie wurden aus 6 Kandidaten ein Trauzeuge? Wie viele Stellen wurden in den letzten Monaten eigentlich mit Freunden und Bekannten von der Agora Energiewende, vom Öko-Institut oder anderen Organisationen besetzt? Und wie kann eigentlich Herr Greichen versichern, dass er und seine Familienmitglieder nicht möglicherweise sogar selbst von dieser Politik profitieren? Ich sage Ihnen, Vorhang zu und alle Fragen offen. Damit werden Sie nicht durchkommen, Herr Minister. Es wird Zeit, dass Sie Ihren Staatssekretär entlassen und das schneller, als die Deutschen ihre Heizung austauschen. Vielen herzlichen Dank.
Tilman Kuban war das hier, der letzte Redner in dieser Aktuellen Stunde. Er hat es aber gesagt, das wird hier weiter noch Thema sein. Und wir sehen jetzt auch, dass der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck direkt zu ihm hingeht. Also dort wirklich ein Gesprächsbedarf besteht. Oder uns teilhaben zu lassen. Wir können das über das Mikrofon machen. Bin ich jetzt auch spannend. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, Beratung des Antrags. Also das war hier wohl ein Bedürfnis des Ministers, der ja in der Aktuellen Stunde nicht gesprochen hat, hier zu den Vorkommnissen um seinen Staatssekretär Patrick Greichen. Die Unionsfraktion hat ja schon gefordert, dass es auch noch einen Untersuchungsausschuss dazu geben soll. Ob sie das nun weiter verfolgt, werden wir in den nächsten Wochen hier erfahren. Hier ist doch jetzt einige Unruhe im Parlament. Das bietet mir natürlich die Gelegenheit, aufs nächste Thema zu schauen. Da wird es nämlich um die...